Hallihallöchen, Leutings, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Destiny. Heute bin ich mal alleine, denn wir holen uns jetzt meinen Fokus. In der letzten Folge hat Kixi ja seinen geholt. Jetzt bin ich dran mit meinem. Bei mir geht es auch auf die Venus. Und die Mission heißt Feuermarsch, Ishtar-Senke, Venus, Level 25 Quest. Begib dich zur Venus, um die Sonnenbezwinger, einen Söldner-Clan von Titanen, zu finden. Machen wir. Ich hätte gerne mein Impulsgewehr, die Schrotflinte lasse ich, Raketenwerfer, okay. Wahrscheinlich auch eine Cutscene kommen. Was heißt es, ein Titan zu sein? Als Titan bist du ein Teil der Stadt. Auf eine Art, die kein Warlock oder Jäger versteht. Der Traum der Stadt ruht auf deinen Schultern. Und dann gibt es die, die unsere Mauern verlassen. Die, die sich an Anführer halten, die sie kaum verstehen. So war es schon immer mit den Sonnenbezwingern. Der Hammer von Sol ist eine Flamme in der Dunkelheit. Doch Feuer brennt ohne Verstand. Es ist an der Zeit, dass das Feuer nach Hause kommt, um die Stadt und ihre Mauern in der langen Nacht zu wärmen. Der Hammer von Sol. Lade! Eine Legion Sonnenbezwinger wurde in der Nähe eines Wächstores in der Ishtar-Senke gesichtet. Sie verweilen nicht lange an einem Ort. Finde sie. Okay. Finde die Sonnenbezwinger, wenn es weiter nichts ist. Tschüss, ach, Bitches. Du musst hierher. Es ist ja jetzt erstmal nur die Anfangsmission. Ja, meine Anfangsmission war ja bei der Ishtar-Senke. Ja, jeder hat andere Missionen. Finde ich aber gut gemacht. Das ist cool. Sieht aus, als ob ich ein Sonnenbezwinger-Signal empfange. Das ist ja für jeden eigentlich individuell. Ja, ist es. Warte mal, wenn du den für einen Warlock siehst. Oh, hier soll ich hin. Erkunde das Labor und die Ausgrabungsstätte. Okay. Wo soll ich denn hin? Hä? Sag mal. Okay. Egal, wo ich hingehe. Ach, da oben muss ich hin. Ups. Okay. Orientierung habe ich. Bitches. Bauchzählen. Die habe ich den Tipp noch gegeben. Ich selber mache es auch nicht. Und man zieht immer auf den Kopf. Bei den Viechern. Die Schwachstelle im Bauch. Muss ich mir erst mal merken. Die haben dann nämlich, das ist ja, die Bags sind ja sowas wie, weiß ich nicht, kennst du Star Trek? Ja. Die Borg. Ja. Und die Baustelle ist das einzige, was noch Bio ist.
Ich bin schon fast Level 37, was geht hier ab? Oh. Ausgrabungsstätte 4. War das die Mission? Glaube. Eingeschlafen? Da genicken die hier mal eben weg. Warum denn nicht? Schlafende Goblins beim Wichsen erwischt. Ja, die hat auch was. Geile Goblins in deiner Umgebung. Also für jetzt 1990, 6x6. Abonniere unseren Kanal, um mehr zu erfahren. Hi. Hattest du sowas auch? Nö. Ah. Es gab hier doch irgendwie Mittel. Genau. Lad doch nach. Alter, wie viele Ads kommen denn hier? Das ist unfair. Kicks hat es einfacher gehabt. Tja, wer kann der Kante. Ja, ja. Boom. Easy. Das Tor ist offline. Wenn ich den Konflux kartieren kann, dann könnte ich herausfinden, wohin er führt. Dann mach. Mach doch, Theo. Ah, wie hieß der Sprecher? Die Sonnenbezwinger öffneten dieses Tor zu Merkur. Ich habe die Koordinaten. Dann finde einen Weg. Finde ihre Schmiedehüter. Wenn die Stadt darauf hofft, die eingehende Dunkelheit zu überstehen, dann brauchen wir die Flamme, die sich dort befindet. Ändern wir mal extra fürs Let's Play den Shader. In Laubfrosch. Hat der was? Boah. Ah, oh, Glühen. Laubfrosch. Ich liebe Glühen. Es gibt noch einen, der ist komplett goldig und auf den spare ich gerade noch. In meinem Titan. Da brauche ich Silberstaub für. Ich kriege aber immer nur 3. Yay! Das da unten siehst du nicht, ne? Unten? Bei den Beutezügen. Hast du Beutezüge vorhin angenommen? Ich könnte sie abgeben, aber dann bin ich mit Einschlag 40 und das will ich dir nicht antun. Da warte ich, bis ich 40 bin mit. Zu Beginn des Untergangs transformieren. Sofern uns bekannt ist, ist der Warlock Osiris der einzige Hüter, der Zeit bei den Säulen verbracht hat. Und von ihm haben wir schon seit Jahren nichts mehr gehört. Osiris hat einen Vertrag zwischen den Sonnenbezwingern und der Stadt ausgehandelt. Seine Bedingungen waren für mich unakzeptabel. Und ich flüge übrigens woanders hin, ne? Sonnenbezwinger die Vorhut. Sie hassen mich. Komplett woanders? Merkur. Oh. Ja, Sonnenbezwinger. Das ist ein Planet deiner Sonne, ne? Wir haben noch nie von dir gehört, Hüter.
Doch wenn du uns gefunden hast, bedeutet es, dass du unserer Zeit würdig bist. Ich bin Uros, dritte Glutmagistratin der Sonnenbezwinger. Du bist gekommen, um dein Licht in der Schmiede auf die Probe zu stellen. Warte mal ganz kurz. Hier musst du beweisen, dass du eins mit dem Licht bist. Benutze deinen Geist, um die Schmiede in Flammen aufgehen zu lassen. Es geht, Trix. Es geht. Jawohl, Mann. Oh, man kann die Hand komplett aus... Oh mein Gott. Thumbnail! Wenn die Geschichten wahr ist, dann ist sie einer der mächtigsten heute lebenden Titanen. Gut. Das ermöglicht mir so viel. Das ist toll. Ich hab jetzt auch rausgefunden. Jetzt ein. Hä? Hab ich doch schon. Ja, du bist zu früh weg. Na. Strom ist eingeschaltet. Aber der Laser muss in eine Linie gebracht werden. Lass uns nach draußen gehen. Okay. Konzentriere den Strahl neu. Muss erstmal die Schmiede aktivieren. Die Schmiede? Krieg doch jetzt meinen Solarfokus, den hast du doch schon. Im Schatten ja. Des Lichts, das die Uralten hervorbrachte, benutze die Schmiede. Da ist er, mein Fokus. Feuer der Menschen. Feuer des Lichts. Frage dich selbst, welche Kräfte du von der Schmiede willst, Hüter. Kannst du Licht dorthin bringen, wo nur Dunkelheit überleben kann? Ich habe Thors Hammer. Sonnenbezwinger! Kommt mir ebenso vor wie Tomb Raider. Na dann. Okay, wir werden dann also angegriffen. Das ist doch kein Thema. Guck dir mal meinen geilen Fokus an! Gib dir das mal an! Ich seh's ja. Ich habe diese Mission damals geliebt. Damals konnte man die auch noch öfter spielen. Einfach nur aus höchsten Wallerei zum Leveln, weißt du? Ja, geht alle auf einen Haufen. Jawohl, fein.
Sonnenbezwinger gehorcht nichts und niemandem außer dem Willen des Lichts. Yo. Willkommen, Hüter. Die einzige Kraft, die du brauchst, ist der Zorn des Feuers. Der Zorn des Feuers. Ja, ich hab meinen Fokus. Die Mission war geil. Präzise Kills 2. Wow. Yay. Tja. Jetzt bleibt ja eigentlich nur noch ein Charakter, den wir zeigen, ne? Jo. Ich hab da ja was vorbereitet. Erstmal hätte ich gerne den hier. Genau. Ich hab da ja was vorbereitet, aber das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Destiny. Bis dahin. Ja, 16 Minuten. Ciao. Bye, bye.